Verstopfung im Darm führt bei Kindern oft zu großem Leid für sie selbst und ihre Familien. Warum? Von Eltern wird meistens unterschätzt, zu welchen schlimmen Folgen eine Verstopfung führen kann. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Seit vielen Jahren betreibe ich diesen Kanal mit dem Ziel, Eltern an meiner langjährigen Sprechstundenerfahrung teilhaben zu lassen, um ihnen so Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Wie beim heutigen Thema Verstopfung. Sie werden alles aus meiner Sicht Wichtige erfahren über die Ursachen, wie man sie behandelt und sie verhindert. Verstopfung ist in der Sprechstunde eines Kinderarztes ein häufiges Thema. Sie kann akut auftreten nach einer Nahrungsumstellung oder nach einer Geburtstagsfeier, wenn es zu viel Schokoladentorte und zuckerhaltige Softdrinks gab, und schleichend, indem die Abstände zwischen den Stuhlgängen immer größer werden, viele Tage bis zu 2 Wochen betragen können und es irgendwann beginnt, weh zu tun. Es gibt 2 Entwicklungsphasen, bei denen die Verstopfung deutlich häufiger als sonst auftritt. Die erste ist die Phase der Umstellung von Mutter- oder Flaschenmilch auf Breizufütterung, also im Alter zwischen 4 und 6 Monaten. Die zweite ist die Zeit der Sauberkeitserziehung im 2. und 3. Lebensjahr. Ich werde auf diese Phasen noch im Einzelnen eingehen, zunächst aber erstmal zur Verstopfung oder, wie wir Mediziner sagen, Obstipation im Allgemeinen. Jeder, der schon einmal selbst unter Verstopfung litt, kann den Satz »Verstopfung kann schlimmer sein als Blinddarmentzündung« wahrscheinlich gut nachvollziehen. Ich selbst hatte direkt nach einer großen Hüftoperation einmal eine solche Verstopfungsphase und litt darunter viel mehr als unter der eigentlichen Operation. Häufig stellen sich in den Notfallambulanzen vermeintliche Blinddarmpatienten als Patienten mit Verstopfung heraus. Die Schmerzen bei einer Verstopfung können nämlich so schlimm sein, die Kinder so stark leiden, dass zunächst eine Blinddarmentzündung als Ursache vermutet wird. Eine normale Verdauung spüren wir nicht. Wenn sich unser Darm aber anstrengen muss, den Inhalt vorwärts zu bewegen, spüren wir das sehr wohl, typischerweise mit wellenförmigen oder kolikartigen Schmerzen. Ganz besonders schlimm wird es, wenn der Darm daran gehindert wird, seinen Inhalt loszuwerden, weil zum Beispiel der Popo bewusst zugekniffen wird. Im Prinzip gibt es für mich hauptsächlich 2 Arten von Verstopfungen. Die nahrungsbedingte, zu wenig ballaststoffhaltige Kost in Verbindung mit zu wenig Flüssigkeitsaufnahme führt einfach zu einer harten Konsistenz des Stuhles, wodurch der Darm schmerzhaft spürbar sich sehr schwer tut, den Inhalt vorwärts und nach draußen zu bekommen. Und die Verstopfung aufgrund bewussten Zurückhaltens des Stuhles wegen der Angst vor dem Schmerz. Also ein klassischer Teufelskreis. Harter Stuhl tut beim Absetzen weh, was dazu führt, dass der Popo beim nächsten Stuhldrang bewusst zusammengekniffen wird, um den Schmerz zu verhindern. Dadurch wird der Stuhl, solange es geht, zurückgehalten. Dadurch wird er härter und tut noch mehr weh, wodurch es immer noch schlimmer wird. Und diese Angst vor dem Schmerz prägt sich ganz schnell und ganz stark in das Gehirn von Kindern ein. Und es braucht lange, bis diese Angst überwunden wird und kann aber auch nach langer Zeit wieder ganz schnell präsent werden. Mir ist die Aufklärung darüber deshalb so wichtig, weil genau dieser Teufelskreis und seine Folgen bei der Behandlung oft nicht ausreichend beachtet werden. Eltern sollten eine Verstopfung erkennen und rasch reagieren. Und das gilt natürlich in meinen Augen für viele andere Symptome bei Kindern genauso. Deshalb gibt es zu den meisten ein Video von mir auf YouTube. Bei der Verstopfungsneigung bei Babys, wenn mit der Breizufütterung, meistens ja mit dem Gemüsebrei, begonnen wird, verfestigt sich der Stuhl immer mehr. Sobald Sie merken, dass das Baby sich mit diesem festeren Stuhl schwer tut, sollten Sie Obst dazu füttern. Und zwar am besten frisches Bio-Obst. Also einen Apfel oder eine Birne schälen, mit der Glasreibe oder dem Zauberstab pürieren und davon so viel geben, bis der Stuhlgang wieder weicher wird. Es kann dabei durchaus notwendig sein, mehrmals am Tag dem Baby einen Obstbrei zu geben,
und nicht nur zusätzlich in den Gemüse- oder Getreidebrei. Keine Angst, Sie können Ihr Kind nicht mit Obst vergiften. Natürlich würde eine zusätzliche Wasser- oder Teegabe den Stuhlgang ebenfalls weicher machen, aber Babys trinken meistens nicht mehr, als ihr Durst es verlangt, und deshalb ist süßes, frisches Obst deutlich erfolgreicher. Bei Babys führt diese Maßnahme in der Regel zum Erfolg, insbesondere wenn sie frühzeitig durchgeführt wird. Schwieriger wird es bei den Ein- bis Dreijährigen in der Sauberkeitserziehungsphase. Das Pipi-Machen auf der Toilette oder in das Töpfchen gelingt meistens relativ unspektakulär. Häufig möchten die Kinder aber das große Geschäft noch in die Windel erledigen und verlangen dazu extra eine Windel anzuziehen, um sich dann in eine stille Ecke zurückzuziehen. Hier rate ich dringend, dem Wunsch des Kindes zu entsprechen, weil andernfalls ganz schnell das Verstopfungsproblem entstehen kann. Wenn Sie erreichen wollen, dass Ihr Kind sein großes Geschäft in die Toilette oder ins Töpfchen absetzt, dann ist der Kopiereffekt in meinen Augen die beste Lösung. Sie loben ein anderes Kind, was sein großes Geschäft ins Töpfchen oder in die Toilette macht, laut und auch für Ihr Kind vernehmlich. Das kann natürlich auch über das Angucken einer entsprechenden Szene in einem Bilderbuch geschehen. Ihr Kind will doch auch von seiner Mutter gelobt werden und wird von sich aus sich entschließen, die Windel zum Kackermachen in Zukunft nicht mehr zu gebrauchen. Und darauf kommt es an, dass das Kind von sich aus es will. Denn es hat die Macht, allein über die Darmentleerung zu bestimmen. Und ich rate Ihnen dringend, sich auf keinen Machtkampf diesbezüglich mit Ihrem Kind einzulassen, denn Sie werden ihn verlieren. Ist es mal zu schmerzhafter Erfahrung beim Stuhlgang gekommen, droht sofort dieser Teufelskreis mit der Angst vor Schmerz. Aber oft funktioniert das Stuhlweichmachen in diesem Alter mit mehr Obst oder mehr Flüssigkeit deshalb nicht, weil die Kinder in diesem Alter einfach nicht über längere Zeit mitmachen. Bei ihnen kommt man in der Regel nicht um die Gabe von sogenannten Stuhlweichmachern herum. Lactulose oder Makrogol. Es gibt sie als Saft oder Pulver, zum Teil auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Beides sind sogenannte Mehrfachzucker, die vom Darm nicht verdaut werden können. Deshalb wieder genauso ausgeschieden werden, wie sie geschluckt wurden. Auf dem Weg durch den Darm jedoch binden sie wie ein Magnet Wassermoleküle an sich, wodurch der Stuhlgang weicher wird. Welches von den beiden eingesetzt wird, hängt davon ab, was den Kindern am besten schmeckt und wie sie bei ihnen wirken. Eine Abhängigkeit kann nicht entstehen. Schlimme Nebenwirkungen außer Blähungen und bei Überdosierung durchfällige Stühle gibt es auch nicht. Sie sind aber die einzig sichere Hilfe zur Durchbrechung des Teufelskreises. Vor allem zu Beginn einer Verstopfung kann es auch nötig sein, mit Klistieren, also Einläufen oder Glycerinzäpfchen, den Stuhlgang zu erzwingen. Sie werden allerdings merken, dass die Manipulation am Popo in dieser Phase für die Kinder besonders unangenehm ist. Und deshalb muss das Ziel sein, es keinesfalls häufig und schon gar nicht regelmäßig machen zu müssen, sondern so schnell wie möglich von oben her einen weichen Stuhl hinzubekommen, der dann unten schmerzfrei von alleine herauskommen kann. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass diese Angst vor dem Schmerz sich tief in das Gehirn eines Kindes eingräbt. Das ist der Grund, warum sie lange Zeit dafür sorgen müssen, dass der Stuhlgang weich bleibt und das Kind allmählich lernt, dass das Stuhlabsetzen nicht schmerzhaft ist und er deshalb nicht mehr bewusst zurückgehalten wird. Und das kann Wochen, ja Monate dauern, bis diese Angst überwunden ist. Um den Stuhl weich zu machen, ist es am Anfang nötig, die Dosis hoch genug anzusetzen, um sie dann langsam zu reduzieren und keinesfalls abrupt absetzen. Lassen Sie sich nicht von dem Beipackzettel irritieren. Es kann anfangs nötig sein, mehr zu geben, als in der Packungsbeilage zu lesen ist. Das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Grummeln im Bauch und durchfälliger Stuhl, der zwar lästig, aber nicht schmerzhaft ist.
Das Ziel ist, jeden Tag oder spätestens jeden zweiten Tag einen weichen Stuhl zu haben, der keinerlei Beschwerden macht. Selbstverständlich ist das Ziel, von diesen Stuhlweichmachern wegzukommen. Und klar wäre es besser, auf natürliche Weise den Stuhl weich zu bekommen. Ausreichend ballaststoffreiches Essen, viel Obst, Bewegung und viel freies Wasser würden das auch erreichen. Aber im Kleinkindalter ist es eben oft schwierig, das dauerhaft zu gewährleisten. Deshalb ist es deutlich einfacher, regelmäßig und wenn nötig auch über viele Wochen und Monate die Stuhlweichmacher zu geben, die unabhängig von dem normalen Essen ihre Wirkung entfalten. Denn wenn wieder Schmerz beim Stuhlentleeren auftritt, zum Beispiel wegen zu frühem Absetzen der Weichmacher oder durch zu viel Schokotorte bei der Geburtstagsfeier, kann der Teufelskreis sofort wieder von Neuem beginnen. Ich habe erlebt, dass wegen der über Jahre nicht richtig behandelten Verstopfungsproblematik eines Kindes eine Familie auseinandergebrochen ist. Stellen Sie sich vor, Papa kommt nach Hause und seine erste Frage an seine Frau ist immer: Hat es heute endlich geklappt? Denn wenn ein Kind unter Verstopfung leidet, leidet immer seine ganze Familie mit. Und ohne richtige Behandlung kann das zu einer Never-Ending-Story mit unglücklichem Ende werden. In meiner Ausbildungszeit in einer Kinderklinik habe ich ein Kind auf meiner Station gehabt, das wegen diesem Teufelskreis wochenlang behandelt werden musste, weil die Eltern zu Hause damit nicht klarkamen und überfordert waren. Leider passiert es viel zu oft, dass die Verstopfungsproblematik eines Kindes unterschätzt und nicht richtig und konsequent genug behandelt wird. Deshalb wiederhole ich noch einmal die, wie ich finde, wichtigsten Punkte. Reagieren Sie schnell, wenn Sie Verstopfungssymptome bei Ihrem Kind entdecken. Wenn es mit natürlichen Methoden, zum Beispiel mehr Obst, mehr Wasser und so weiter geht, gut. Wenn Sie Stuhlweichmacher einsetzen, denken Sie an eine ausreichend hohe Anfangsdosierung. Das können bis zu 3x2 Esslöffel Saft oder 3x2 Beutel Pulver an den ersten beiden Tagen sein, bis eben weicher Stuhl kommt. Keinesfalls abrupt absetzen. Reduzieren Sie dann langsam, zum Beispiel ein Beutel weniger pro Tag oder ein Esslöffel weniger Saft pro Tag. Besser hat das Kind in dieser Phase durch ein zu viel davon einen durchfälligen Stuhl als gar keinen. Rechnen Sie damit, dass Sie den Stuhlweichmacher über viele Wochen oder auch Monate geben müssen. Dabei brauchen Sie sich keine Sorgen wegen Abhängigkeit oder schädlicher Nebenwirkungen machen. Die Dauerdosis muss individuell eingestellt werden. Oft reicht ein halber Esslöffel Saft oder ein halber Beutel pro Tag, was kurzfristig erhöht werden muss, wenn nötig. Ziel ist es, alle ein bis spätestens zwei Tage einen weichen Stuhl abzusetzen. Wenn Sie dieses Video gut finden, liken Sie es. Schicken Sie den Link an Eltern, von denen Sie glauben, dass sie auch davon profitieren könnten. Und erzählen Sie im Bekanntenkreis vom Kinderarzt vom Bodensee. Von mir gibt es über 200 Videos zu den wichtigsten Kinderthemen auf YouTube. Sie finden eine alphabetische Auflistung aller Videos zum Stöbern und Suchen auf meiner Webseite kinderarztvombodensee.de.